Also Bella ist halt mit 60 Jahren der zurzeit älteste Orang-Utan der Welt. Das ist was ganz, ganz Besonderes, dass ein Orang-Utan 60 Jahre alt wird. Man sagt eigentlich, sie werden nur so 40 bis 50 Jahre alt. Das schaffen nur ganz, ganz wenige Tiere. Und hinzu kommt dann natürlich, dass es auch noch was Einzigartiges ist, dass sie jetzt noch den kleinen Berani aufzieht. Und sie ist einfach eine wahre Supermutter. Sie hat mit Berani ist sie dann jetzt das 10. Jungtier, was sie in ihrem Leben großzieht. Sie hat 6 eigene Kinder großgezogen und dann nochmal jetzt mit Berani, das ist das 4. Jungtier, was sie adoptiert hat. Und das ist eine einzigartige Leistung und damit ist Bella ein einzigartiger, ganz, ganz besonderer Orang-Utan. Ja. Unser kleiner Berani ist im September letzten Jahres geboren worden und da hatten wir uns schon ein paar Monate vorher drauf gefreut, weil wir wussten, dass seine Mutter trächtig ist, die Conny. Tragischerweise haben wir relativ schnell feststellen müssen nach der Geburt, dass mit Conny irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist und sie ist dann auch traurigerweise ein paar Stunden nach der Geburt verstorben. Dann hatten wir halt das Problem, dass wir natürlich dann ein hilfloses, kleines, neugeborenes Orang-Utan-Jungtier dort hatten. Aber unsere erfahrene Mutter, unsere alte Dame, die Bella, die saß da schon ganz in der Nähe. Man hat ihr förmlich angesehen, dass sie sofort sich für dieses Jungtier interessiert hat und keine Sekunde überlegt hat und sich dem Kleinen angenommen hat. Also Bella war ja ihr Leben lang ein Affe, die unheimlich babyverrückt war. Und das tut ihr mit Sicherheit sehr, sehr gut, dass sie sich jetzt nochmal um den Kleinen kümmern kann. Der Alltag ist viel abwechslungsreicher und sie macht es halt auch wirklich gerne, so wie sie es ihr ganzes Leben lang gerne gemacht hat. Insofern glaube ich, dass das im Großen und Ganzen für Bella richtig gut ist. Also es gibt natürlich immer ein bisschen Reibereien in so einer Affengruppe und wir sind im Moment mit Bella und dem Kleinen sehr vorsichtig, weil Bella ist sowieso das rangniedrigste Weibchen und sie muss sich um das Baby kümmern. Wir sind dabei, sie nach und nach mit all den anderen Affen wieder zusammenzulassen, aber da ist immer mal ein Wechsel drin, je nach Tagesform. Thank you.